Jess Jochimsen, herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir leben, wie es so schön heißt, im Zeitalter des Populismus. Überall Populisten. Was ich daran ärgerlich finde, ist, wir scheinen sehr genau zu wissen, wer die Populisten sind. Nämlich immer die anderen. Aber wir wissen nicht mehr, was sie eigentlich ausmacht. Populismus wurde in den letzten Jahren irgendwie so ein Modewort. So eine schwammige Sammelbezeichnung für böse. Und am ärgerlichsten ist, dass es bei mir genauso ist. Ich verwende den Begriff, kann ihn aber nicht mehr definieren. Und das konnte ich mal. Ich hatte eine unumstößliche Definition für Populismus, mit der bin ich immer gut gefahren. Pass auf, meine Definition, ein Populist, meine Definition. Ein Populist ist ein Politiker, der sich beim Angeln fotografieren lässt. Fertig. Politiker, Fisch, Foto, weißt du Bescheid. Die Bilder von Putin haben Sie noch vor Augen, oder? Er so halbnackt im Wasser, Angelruf. Und das passte so gut, weil es gibt eben auch vom Silvio Berlusconi Angelfotos. Vom Viktor Orban in Ungarn gibt es Angelfotos. Vom Kaczynski in Polen gibt es welche. Das passt. Es gibt angeblich ein ganz süßes Angelfoto vom jungen Alexander Gauland. Letztes Jahr im Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich tauchten Angelfotos von Marine Le Pen auf. Wenn man jetzt aber mal ein bisschen recherchiert, wird man sehr schnell Bilder finden von Barack Obama mit Fisch, von Bill Clinton beim Angeln, von Helmut Kohl, von Ilse Aigner, sogar von Renate Künast gibt es Angelfotos. Von Angela Merkel, das finde ich noch interessant. Von der kommissarischen Kanzlerin gibt es nicht ein einziges Bild, das sie beim Angeln zeigt. So, und jetzt kommt's. Von allen genannten Personen, von Putin über Obama bis Künast, ist Angela Merkel die Einzige, die einen Angelschein hat. So, jetzt sind Sie da. Ja, das ist... Das ist wahr. Das ist ein Fakt. Aber was bedeutet dieses Faktum für mich, für mein Weltbild? Es bedeutet, ich hätte von Anfang an genauer hinschauen müssen. Gerade beim abgebildeten Politiker. Fischt er nur so rum? Oder fängt er auch was? Das ist eine andere Bildästhetik, nicht das Präsentieren des gefangenen Fisches. Und da gibt es eine Szene, die lässt mich nicht mehr los. Ist exakt 15 Jahre her, eine Szene mit George Bush Junior, W. Der Name fiel dir schon. Das war kurz nach dem Irakkrieg, Sie erinnern sich vielleicht. Der George W. Bush hat ja den Irakkrieg beendet. Nicht, wo er da vor dem Flugzeugträger da seine Rede, wo er gesagt hat, so, das war jetzt das. Krieg fertig, ich würde vorschlagen, wir haben gewonnen. Von meiner Seite her morgen frei, ich persönlich gehe fischen. Und dann ist der George W., es ist wahr, an seinem ersten freien Tag nach dem Irakkrieg ist er an den Lake Michigan gefahren zum Angeln. Mit Journalisten, mit Fotografen und der musste nichts fangen. Kaum war der da, haben die ihm fürs Foto so ein Monster von einer fetten Seeforelle in den Arm gedrückt. Nicht, der war fangfrisch, war noch nicht mal ganz hin. Die musste totgeschlagen werden. Noch während der Bush die auf dem Arm hielt, hat ein anderer mit so einem Baseballschläger, aber mit Liebe und Vorsicht, damit die telegen bleibt. Damit keine Dellen im Fischkopf, auf jeden Fall hat der Bush die Forelle am Arm, setzt sein präsidialstes Lächeln auf und sagt den unsterblichen Satz, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Fisch und Mensch friedlich zusammenleben können. Und an diese Szene muss ich jedes Mal denken, wenn ich an einem AfD-Plakat vorbeilaufe oder was lese über die Türkei oder Fernsehen, Pressekonferenz Bayern München, was weiß ich denn. Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben. Ich denke so viel und oft an den Bush. Seit einem guten Jahr denke ich praktisch durchgehend an George W. Bush. Das ist auch privat nicht schön.
Wenn was kommt auf Twitter, denke ich an den Bush. Weil ich es nicht für möglich gehalten hätte, dass es in der amerikanischen Politik noch weiter... Das ist so eklig und banal geworden, so billig. Man geht nur noch ins Netz und lacht über das jüngste Zitat. Was hat er gesagt in seiner ersten Rede vor dem Kongress? Die Mehrzahl der amerikanischen Importe kommen aus dem Ausland. Das ist auch vom Bush, das Zitat. Das ist vom Bush, der war auch schon so doof. Ich glaube, meine Damen und Herren, in puncto Populismus hilft es vor allem, sich immer wieder klar zu machen, von woher der Fisch stinkt. Petri Hall.